Hey Leute, ich habe ein Paket von Action for Free von NBN bekommen und das möchte ich euch zeigen. Dazu erstmal noch eine Warnung. Ich übernehme auf dem Kanal keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, egal was ich da hier in den Videos zeige, das mache ich nur für mich. Ich bin nur ein Elektronikbastler und kann keine Haftung für irgendwelche Sach- oder Personenschäden übernehmen, falls es jemand nachbastelt. Das macht er auf eigene Gefahr. So, dann möchte ich jetzt mal das, was ich von NBN bekommen habe, von Action for Free, mal zeigen. Das erste, eine Sache habe ich schon rausgenommen, die zeige ich später dann. Das erste ist diese Box mit vielen Chips. Ah, ACR4023, MC14023, die kenne ich doch irgendwo her. CD4017. Okay, sind alles so Logic-Chips. 4011. Sind alles Logic-Chips hier. CD4011BE. Okay, dann haben wir hier noch MC, ein MC-Chip. Oh, viele Chips. Da hinten liegen noch ein paar HFE. CD4024. Muss ich mal gucken. CD4046. Die kenne ich aber irgendwo hier. Muss ich mal schauen, was für ein Chip was ist und was macht. Ja, gut, dann geht es weiter. Nach den Chips geht es weiter. Ich hatte Ihnen noch gesagt, ich kann USB-Kabel gebrauchen. Ja. USB-Kabel braucht man ja für alles, zum Handyladen, zum Bauteiltester laden hier. Den Bauteiltester habe ich übrigens einen 2,2 Ampere-Stunden Akku eingebaut. Ich übernehme keine Haftung, falls es jemand nachmachen sollte. Ich empfehle nicht, es nachzumachen. Ich zeige nur, dass ich es hier gemacht habe. Ich habe da einen 2,2 Ampere-Stunden Handy-Akku von Sony eingebaut, ist ein bisschen schwerer geworden dadurch, aber dadurch kann ich jetzt ganz, ganz viel testen und muss halt dann laden. Und genau zum Laden, da sind so USB-Kabel toll und praktisch. So, dann nochmal ein USB-Kabel. Ah, das ist auch toll, das brauche ich für Arduino und so. Das ist auch toll. Dann noch ein USB-Kabel. Ah, noch ein Micro-USB. Okay, super. Dann hier ist noch ein USB-Kabel, das ist ja toll. Ah, das ist ein iPhone-Kabel. Ein iPhone habe ich. Ne, da ist noch was anderes dran. Auch ein Micro-USB-Stecker, das ein doppeltes. Okay, kann ich dann auch gebrauchen. Dann hier noch eins. Das ist ja mega. Brauche ich ja gar keinen mehr kaufen, das ist toll. Dann hier haben wir ein Porti dran. Und einen Wechselrichter. Mal schauen, was man mit dem Porti einstellen kann. Den sollte ich reparieren. Mal schauen, ob ich den reparieren kann. Der ist aber irgendwie anders aufgebaut als ein normaler. Der hat hier nur einen Chip. Mal schauen, ob der hinten noch einen Chip hat. Nein. Der ganze Wechselrichter. Ah, der ist wie... Das ist wohl die Primärseite. 1, 2, 1, 2. Und dann hier geht's rüber. Transistoren. Das sind Optokoppler. Wenn die Primär mit Sekundär verbunden wäre. Das ist aber komisch, dass ganz viele Transistoren und nur ein einziger Chip und ein Quarz, ein 4 MHz Quarz, glaube ich. Ja, 4 MHz Quarz. Und ein Chip. Mal schauen, was das für ein Chip ist. Das könnte ein Mikrocontroller sein oder sowas in der Art. Ich hoffe, kein programmierter Mikrocontroller. EM84AM8P458APJG. Ja, wird irgendein programmierter Mikrochip sein, schätze ich mal, mit Quarz und so. Dass der Primär- und Sekundärseite macht, hier mit Schaltnetzteil. Hier ist kein selbstschwingendes Netzteil, oder? Da sind hier die Ansteuerwiderstände, R34. Komisch, dann ganz viele Transistoren hier. Dann der Alkohol darüber. Ja, muss ich gucken, wie denn das funktioniert. Das ist auf jeden Fall anders, als ich es schon mal gesehen hatte. Dann haben wir da drin nochmal ein USB-Kabel. Schön, ist das noch ein USB-Kabel da drin. Das Gehäuse für den Wechselrichter, das kann ich dann wieder zusammenbauen. Ups, genau, Wechselrichter. Das gehört zum Wechselrichter noch. Gucken wir mal. Okay. Dann hier haben wir einen Stecker. Ah, kann man auch gebrauchen. Ich brauche jetzt mal noch einen. Okay.
Dann noch ein USB-Kabel. Das ist ja geil, krass, wie viel USB-Kabel das sind. Und hier, ein USB-Hub. Mit Audio. 1, 2, 3 und Audio. Okay, das kann ich auch gebrauchen. Ah, das gehört vielleicht noch da drauf. Gut. Was haben wir denn noch? Den Deckel. 300 Watt. Okay, Modified Sinewave. Aha, das ist ein Rechteck, also ein Mod-Sinus. Kein echter Sinus, gut. Was haben wir denn hier? Noch ein USB-Kabel. Hier sind Schrauben für Wechselrichter, denke ich. Und hier haben wir ein Netzteil. Oh, ein IC-Netzteil. Ein IC als kompletter Schaltregler hier. Poralkos. Mini-Drossel. Das ist netzeingangsseitig, glaube ich. Hier ist ausgangsseitig ein Netzteil. Okay, schön schutzgetrennt. Das hat aber, glaube ich, mal schon. Steht es irgendwo drauf. Hier, das hat. Ich glaube, das hat eine Spannung zum Akkuladen von Dyson. 26,1 Output, 26,1 Volt. 87 Millimeter. So, dann hier. Schauen wir mal noch einen Stecker. Okay. Und da ist noch was drin. Das machen wir jetzt mal auf. Ups, das scheint schwer zu sein. Und mal die Spalte. Das ist zu. Das müssen wir erstmal aufmachen. Eins. Dann die zweite Seite. Ah, da ist schon auf. So. Wir schauen, was da drin ist. Leistungswiderstand. Ah, das ist ja toll. Da kann man ja heizen. Hey, das ist meine Heizung für den Winter, wird es. 100 Ohm. 100 Ohm Heizwiderstand, Keramik. Und ganz viele Heizwiderstände. Noch einer hier. 2,4 Kilo-Ohm. Ja, damit kann man heizen. Ah, da hier einstellbare. Einstellbare Widerstände. Hier, den kann man da einstellen. Hier Draht. Hier unten, hier Mittelanzapfung zum Einstellen und hier oben. Kann man stabilisieren, kann man einstellen. 10 Ohm. Ja, das ist gut für den Winter zum Heizen. Also da kann man zu allerhand Projekte machen. Da kann ich meine Röhrenprojekte auch machen. Nochmal ein Heizwiderstand. Das ist ja mega viel Keramik. 470 Ohm. Ja, viele verschiedene Werte. Das ist ja toll. Danke, das ist echt toll. Da kann ich dann basteln. Da kann ich vor allem im Winter basteln, wenn es kalt ist. Da kann ich viel beheizen. Da könnte ich auch eine Kassatur bauen. Ja, super. Danke. Okay, das war's erstmal mit dem Päckchen. Eine Sache fehlt da noch. Dann mache ich ein extra Video. Das ist ein Solar. So ein Solarakku. Wo ich die Kapazität und den Ladezustand und so sehe. So ein Messgerät. Da mache ich dann ein extra Video darüber. Jo, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.